Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yashiro Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Ne, das passt mir noch nicht. Wir machen das noch ein bisschen weiter, ein bisschen tiefer machen wir. Die Behutsamkeit Spitzhacke verschwindet mal erstmal. So. Bisschen tiefer. Tiefer, tiefer. So. Mal weg. Brauche Platz fürs Haupt. Der Hang muss weichen. Zumindest grob schon. Oh mein Gott, war schon wieder Löcher in den Boden. Wo kann ich hingehören? So. So, jetzt aber. Pfosten. Nein, das war keine Beleidigung, es war die Bezeichnung dieses Teils. Zack. Jetzt haben wir es. Keine Beleidigung, es war die Bezeichnung dieses. Jetzt kommt hier hin. Wand. Jetzt haben wir es. Jetzt kommt hier hin. Mit Fenster. Brauchst nicht. So, dann einmal an die Tür. Und Wand mit Fenster. Da auch noch. Was sagen wir dazu? Hübsch hässlich. Hübsch hässlich. Also so für ein kleines Wirtshaus, ne? Ich glaube, klein kann ich nicht. Das werden immer so Brecher. Egal. So. Komm, hier machen wir noch die Tür hin. Oh, ich habe das Fundament vergessen. Geht ja gar nicht. Ach, er sieht das noch ein auf der Wiese. Nein. Aber auf jeden Fall einen soliden Grund. Da kommt sowieso wahrscheinlich noch ein anderer Boden rein. Muss ja. Weil bleibt der da drin. Lass ja da drin keinen Steinboden. So, finden einen Fehler. Fehler gefunden. Der hat wieder geschielt, der Mann. Ja.
Ja, muss der Säule hin, ja. Der Säule von das Wand. Die wirklich jetzt, oder? Schaut noch. Ich glaube, ich setze hier oben noch einen Glasblock ein bei der Tür. Dann habe ich da auch einen vernünftigen Abschluss. Und jo, hier gehen wir einfach jetzt nach hinten. Die Dorfschenke. Cool, da schreiben wir gleich dran. Die Dorfschenke. Dieses Runterspringen hier. Es wird Nacht. Was sagt euch? Dass der Jesche gleich wieder auf die Nase kriegt. Natürlich, muss ja. Bin ja ich. Nein. Aber es ist halt nicht abgesichert hier der Bereich. Ne? Ich habe ja halt noch keine Stadtmauer. So wie ich das an meinem eingeborenen Dorf gemacht habe, das ich ja gefunden habe. Oder an meinen Dörfern vielmehr. Die habe ich ja eingezäunt. Ne? Das sieht schon mal gut aus. Brauche ich nur noch ein anständiges Dach drauf. Ja. Mach das mal so. Mach das noch ein höher hier. Setzen wir hier den Holz quer. Da schließt dann auch das Dach dran an von außen. Als von außen sieht man dann einen halben davon. Genau. So, und jetzt brauche ich drin Querbalken brauche ich. Oder einen Längsbalken. Der Längsbalken kommt oben hin, Querbalken kommen in die Mitte. Genau. Das hier brauche ich jetzt Querbalken. Thank you.
Weise sieht man nirgendwo einen offenen Holzstamm. So. Ja, wenn das Dach dann soweit fertig ist, dann kommt oben längs kommt dann noch so ein Dachbalken rein. Also hier geht es dann weiter. Zack, zack. 1, 2, 3. Genau. 1, 2, 3. Ja, theoretisch müsste noch einer oben drauf, ne? Aber da kommt dann der Dachgiebel drauf, das passt schon. Das ist jetzt hier einfach mal den Balken links. Immer geradeaus durch. Die Mobs finden mein Haus ganz klasse. Müssen sie ja. Ich stehe jetzt hoch genug, jetzt sehen sie mich ja von allen Seiten. Was jetzt angeschissen kommen. Wenn ich gleich da runterfalle, bin ich wahrscheinlich instant gemobbt oder so. Instant tot. Keine Ahnung. Ja, komm nicht. So, du Mob, du. So. Egal. Egal, was die Viecher auch mit mir anstellen, wenn ich da runterfalle, dann darf ich einfach nicht runterfallen, ne? So, was fehlt? Also. Es fehlt eigentlich gar nichts. Das Dach mache ich auch aus diesem dunklen. Folgt mir auf dem Fuß. Wenn ich runterfalle, falle ich wenigstens schön weich. Muss noch einer dran. Und nein. Hier muss auch noch einer dran. So. Und das Ganze auf der anderen Seite auch noch. Alles gut da unten? Ja. Bauaufsicht ist da. Guck mir zu hier. Geschafft. Weiter. Ja. Wasser treten. Okay. Braucht man das da? Jetzt kommt die Zähne rauf. Hochspringen. Hochspringen muss er dafür, ist die andere Taste. So. Soll ich es wegmachen? Zombies?
komm, ich mach's mal weg. Feier! Hua! Kuckuck! Mob-Tennis! Yeah! Box im Freiflug! Das ist wieder Erfahrung hier. So! Jetzt ist Ruhe. Los, gut, ne? Kann man es wieder aushalten. Ich wollte sowieso mal von unten gucken. Ich finde, das ist zu fett. Das sieht nicht aus. Das muss anders. Stille. Die Stille wartet nur so lang, bis Tegashiro seine Klappe auf. So. So. Nur aber. Oh, Grinsewacke. Hallo. Creeper sind. Du siehst von oben gar nicht. Wenn er sich nicht bewegt. Ich finde diese Grinsefresse finde ich so geil. Ich kann mir nicht helfen. Ja. Ganz ehrlich, der Creeper hat doch echt ein Gesicht zum Reinschlagen, oder? So. Kann mir nicht helfen, aber die haben dem Face verpasst. Kann man nicht. So. Okay. Jetzt kriegt das Dach so ein bisschen, ne? So ein bisschen flacheren Ausläufer. Ja, ne? Irgendwie ist das so. Keiner kann erklären, warum, aber das ist so. Und fehlt natürlich jetzt. Also da müsste definitiv noch einer hin. Genau. Nee, zu tief. Oder nicht. Ja. Da. Geht das hier vorne an der Dachkante, geht das jetzt aufwärts? Na, du. Oh. So. Nicht wegwerfen. Ja, da müsste ich jetzt einen ganzen hinsetzen, den ich jetzt natürlich nicht habe. Warum sollte ich noch mitgenommen haben? Ja. Ja, da muss tatsächlich noch ein höher. Einmal runtergestürzt hier. Creeper kommt angepirscht. Das ist noch nicht hoch genug. So. Biber ist weg. Ja. Dann gehe ich mal wieder da hoch. Tausche Fleisch gegen. Quatsch gegen Erde. Thank you.
Nee, falsch rum. Also ein einigermaßen anständiges Dach zu bauen, ist teilweise schwer, finde ich. Dann setzen wir da hin. Da einen drauf. Jetzt da mal. Okay. Ich denke, das sieht von unten in Ordnung aus. Und hier oben kommt dann halt hier so ein Dachgiebel. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.